Und damit herzlich willkommen. Wir sind hier bei Sons of the Forest und sind gerade mit unserem Hubschrauber unterwegs und haben hier unsere Daten. Es geht um die Familie Paftern, wo wir versuchen müssen zu schauen, was mit denen passiert ist. Seit 31 Wochen werden die drei Personen vermisst. Sehr wahrscheinlich werden noch mehr vermisst, aber ja, das sind die wichtigsten drei. Und da schauen wir natürlich mal, dass wir die finden können oder rausfinden können, was mit denen passiert ist. Ishai und Kelvin, mit denen sind wir unterwegs. Und damit würde ich sagen, lasst uns den Spaß beginnen. Fight Demons. Oh, wir werden attackiert. Der eine lebt schon gar nicht mehr. Die Scheu hat's erwischt. Oh Mann, es geht weiter. Das tat weh. Hinten lebt noch einer. Gucken wir direkt mal. Oh, der blutet schon an den Ohren. Der Kelvin ist es. Der hat überlebt. Aber ist auch nicht ganz fit, der Kerl. Ah. Das gute alte Riechsalz. Ja, komm mal mit. Okay, ich merke schon, wir sind ein sehr netter Kerl. Okay, dann plündern wir mal die Kisten hier. Dass wir hier alles Mögliche mit rauben. Direkt hier den Sprengstoff entdeckt, sehr gut. Diese Medizin und Klebeband. Klebeband kann man immer brauchen. Noch mehr Klebeband. Ah. Oh, bisschen Wodka, auch gut. Munition, leider noch nichts zum Benutzen. Das war's, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo ich noch was gesehen habe. Nee. Da ist leider nichts mehr. Dann würde ich sagen, dass wir mal gucken, dass wir hier aus der Kälte rauskommen. Wir gucken mal, was wir hier in dieser Tasche da bekommen haben. Sehr schön. Eine Axt, ein GPS-Gerät, ein Handbuch und ein Feuerzeug. Kann man immer alles Gute brauchen. Finde Team B. Drei Orte. Das sind diese lilanen GPS-Koordinaten. Die Axt hätte ich gern. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir, dass wir mal hier von dem Schneegebiet wegkommen.
und suchen uns irgendwas Schönes, wo wir siedeln können. Kommen wir hier gerade runter? Boah. Nicht ganz so gerade. Ein bisschen schräger wäre mir dann doch lieber. Langsam runterrutschen. Zack. Unser Kollege wird zwar nicht ganz mitkommen, aber der wird schon wieder aufholen. Das ist mir zu steil. So, perfekt. Okay. Gucken wir mal, dass wir einen schönen See finden. Sieht mir zu sehr nach Klippe aus. Komischer Felsen. Wow. Mal zwischendurch ein paar Sachen einsammeln, Stöcke, Äste und sowas. Das schadet nichts. Nicht erwischt. Nicht erwischt. Nicht. Sag mal, habe ich es jetzt? Weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Ich weiß halt noch nicht, wo ich hin will. Und irgendwas verfolgt mich. Na, jetzt scheinbar nicht mehr. Ich höre es nicht mehr. Steine haben wir genug. Wow, hier ist ja überall was los. Da auch. Da läuft man nicht her. Okay, es ist nichts hinter mir her. Sehr gut. Ja, ich wollte erstmal an diesen Fluss gucken. Oder ich will mir aber überlegen, an diesen Fluss zu gehen, wo eine Insel drauf ist. Auf die Insel drauf zu kommen, ist echt nicht einfach. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit die gerade weg ist. Kurz mit dem Zoom spielen. Das war schon wieder. Zack, so. Da ist die. Dann würde ich sagen, ich lauf mal in die Richtung. Der hat den ganzen Weg schon aufgeholt. Trotz aller Klippen und alles. Wow. Nicht schlecht. Da schreit schon wieder irgendwas. Oh. Oh, das ist eine Schlucht. Interessant. Gucken wir uns später mal genauer an. Wow. Sorry. Ich glaube, ich habe mich mehr erschreckt als du dich. Verdammt. Was stand der denn da auch plötzlich?
Platz. Wir schwimmen. Sehr gut. Ja, da müssen wir her. Bisschen Zeug einsammeln, was wir zwischendurch finden. Nie verkehrt. Okay, bei den Bären können wir nichts mehr haben. So viel habe ich sonst nie entdeckt, als ich hier durchgesprintet bin. Ich habe schon mal einen Spielstand angefangen, um zu gucken, wie es ist. Das war bedeutend ruhiger, trotz gleicher Einstellungen. Jaha. Sag mal, schmeißt er sich einfach vor mich? Vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr auf dem Weg bleiben. Oder so offene Felder wie hier. Okay. Kurz gucken. Okay, nur er ist hinter uns. Machen wir mal ein paar langsame Schritte, dass wir ein bisschen Ausdauer haben. Und ich würde gern mal hier um diesen Zipfel rum. Einfach so ein bisschen den See auschecken, wie der aussieht, vom Aufbau her. Tipp, 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 tipp. Okay. Ich könnte gucken, hier die erste Basis zu machen. So. War es der Kopf, der jetzt weggeplumpst ist? Wo ist der Kopf? Ich sehe ihn nicht. Er ist weg. Okay, weiter. Okay, hier geht's richtig weit runter. Ein Loot. Okay, bisschen Platz gemacht, dass ich ein bisschen Übersicht habe. Dann würde ich sagen, hier machen wir einfach die Basis hin.
verdammt. Eigentlich wollte ich die Bärenbüsche so ein bisschen stehen lassen. Aber die Axt zieht so heftig nach. Da habe ich alles weggeholzt. Bevor es soweit ist. Okay, Mensch, pass doch auf. Jetzt habe ich den voll erwischt. Verdammt, habe ich den auch noch erwischt. Okay, ich glaube, das mit den Büschen behalten hat keinen Sinn. Okay. So langsam lichtet sich das hier alles doch. Oh, da sieht man die auch viel besser, wenn die kommen. So. Oh, jetzt aber. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich das ganze Ding am besten zumache. Also hier kann nichts hin. Das auch über das ganze Gebiet hin. Weil ich will natürlich gucken, dass ich möglichst wenig Zaun brauche nachher.
Okay. Jetzt schon tief runter. Ah, das ist halt schon ein extrem breites Stück, ne? Ich weiß halt nicht, ob die nachher nicht hier hoch können oder so. Dann können die natürlich da auch noch herkommen. Ist ja nicht so, dass die hier nicht auch herlaufen können. Hier ist dicht, ne? Ja. Genau. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hallo? Du da reingekommen. Egal. Ich glaube, ich gucke, dass ich von hier aus. Das ist ein Riesengebiet, ne? Aber das Stück brauche ich, sonst komme ich nicht ans Wasser nachher. Wie auch immer ich es vorhab, sollte ich auf jeden Fall schon mal anfangen mit grundlegenden Sachen. Bitte Stämme und machst die Behälter voll. Gut. Dann hast du wenigstens ein bisschen mehr zu tun, als mir hinterher zu laufen. So, wir werden auf jeden Fall verdammt viel Holz brauchen. Das auf jeden Fall. Das ist ein Baumstamm, oder? Ich weiß es nicht. So, wir fangen mal mit an. Weil auch dieses Holzhacken steigert so ein bisschen unser Stärke-Level. Das gibt uns ein bisschen Gesundheit. Das war's mit dem Bärenbusch. Sehr gut. Das
So, wir könnten auf jeden Fall noch so ein Stammlager brauchen. Ja, sehr gut. Du brauchst Stöcke. Müssten doch hier zuhauf rumliegen. Ja, hast du erfüllt, hast du gut gemacht. Jetzt noch mehr. Wunderbar, danke. So. Gut. Ich gucke, dass ich noch eins hinkriege. Perfekt, wunderbar. Dass wir noch ein bisschen mehr hinkriegen davon. Stücke, 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 noch ein Stücke. Nur so vom Gefühl her müssten hier wesentlich mehr rumliegen, die ich eben alle abgehakt und kaputt gemacht habe. Aber irgendwie ist das nicht so. So. Was auf jeden Fall jetzt auch notwendig ist, ist so langsam ein bisschen was an Schlafmöglichkeit. Und da fange ich dann direkt mal an. So, erstmal noch ein kleines Feuerchen. Perfekt. Ja, mach's mal an. Wunderbar. So, als nächstes Steine. Ja, genau. Gut, perfekt. Dann Plane. Da, ging das gerade da? Okay, irgendwie schon. So, das stellen wir einmal auf. Wunderschön. Alles klar. Dann legen wir uns einmal schlafen, würde ich sagen, bevor noch mehr Kreaturen kommen. Und damit haben wir den ersten Tag rumbekommen. Nicht durchs Feuer! Sag mal! Meine Fresse! Okay, der ist auf jeden Fall wach. Und wir machen uns jetzt ein kleines Frühstückchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Habt ihr das Spiel schon gespielt? Ich denke mal, viele von euch ja. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet bis jetzt. Ich meine, es ist natürlich Early Access, gerade rausbekommen. Ich finde aber, es hat schon ziemlich viel Inhalt für ein Early Access Spiel. Und ja, schreibt mal gerne eure Erfahrungen. Schreibt mal, wo ihr vielleicht eure erste Basis gebaut habt. Habt ihr andere Stellen gefunden? Vielleicht sogar Stellen, die cooler sind, die ich mir vielleicht mal angucken sollte, bevor ich hier jetzt alles richtig kräftig aufbaue. Ja, schreibt das gern mal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Madet Jod, schwenkt Hut, grüß euch Jod, ich bin fort.